Nein. Habe ich den Gürtel schon? Offenbar nicht. Ja gut, jetzt sind die Anhänger aus dem Weg. Ich muss noch mal. Oh, fail, fail, fail. Ganz viel fail. Ganz viel fail. Um die Zelte der Aschländer. So, so. Hier bist du, Hanamu. Ja, glaub an dich selbst und so ein Kack. Ja, kannst auch noch haben. Nimm mein ganzes Eigentum. Ja, bitte. Nimm es einfach. Oh, ich geb dir Sachen im Wert von 15 Millionen Drachen und krieg dafür einen Gürtel. Danke. Dann rutscht meine Hose wenigstens nicht mehr. Wenn ich mich nicht irre, trage ich noch nicht mal mehr eine Hose. Und es ist unglaublich, dass ich. Es ist unglaublich, dass ich. Ich will. Ratschlag? Nein, nicht Ratschlag. Nicht Ratschlag. Nicht Rat. Ich kann nicht mit ihr über diese Sch. Nerevarinische Prophezeiung. Nerevarine? Was passiert denn hier gerade? Ich hab den. Ich werde beobachtet. Ich spüre. Ich hab dem Typen das Zeug überreicht, ja? Wieso ist er tot? Ich hab. Das ist das falsche Zelt. Ist ja auch irgendwie krank, den Ashkan im Zelt des Ashkan zu suchen. Nenne euch zum Nelvarine. Danke. So, wir gehen. Ich speichere immer nicht, wenn ich danach sterbe. Es ist. Es ist. Ich bin nicht verrückt, aber es ist typisch. Danke. So. Ja, kannst du haben. Jetzt speichern. Speichern. Und, wie sind wir gereist? Oh Gott, kriege ich das jetzt nochmal zusammen? Also. Wir hatten benutzt das Amulett, das Teleport-Amulett. Es ist weg. Wieso ist es weg? Weil ich unter Magie suche. Telluride. Von da aus göttlicher Eingriff. Chirurgischer Eingriff nach Satrit Mora. So, dann Inquisition nach Telmora. Genau. Dort dann Massenmord nach Ilonibi und Nachspeise nach dem Essen. Das alles bitte viermal und in doppelter Ausführung, also dreifach demnach. Und bitte mit dem I-Punkt auf der Unterschrift. Der ist wichtig, sonst gilt die Unterschrift nicht. Aber zuerst brauche ich einen Antrag auf Erteilung eines Antragformulars. Ja, das ist. Sonst verstehen die Leute gar nicht, was ich will. Wohin wollen wir jetzt? Nach Telmora. Von da aus zum Zainab-Lager. Telmora. Ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Ich hier etwas zu sagen? Ich meine ernsthaft. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was einem beim Spielen von irgendeinem Spiel passieren kann. Dass man stirbt und man hat Stunden vorher gespeichert. Ich habe teilweise, wo war's? Ich glaube, es war sogar Oblivion. Ich weiß nicht mehr, aber in irgendeinem Spiel habe ich wirklich lange Zeit gespielt am Stück und habe nicht gespeichert und dann bin ich gestorben und oder das Spiel ist abgestürzt. Auf jeden Fall war ich so deprimiert darüber, als ich aufgehört habe zu spielen. Ich hatte einfach keine Lust mehr. Aber okay, wir haben ja jetzt mittlerweile ein toller Strand hier übrigens. Man merkt richtig, dass es ein Strand ist. Ich konnte nicht anders, als mir diese Situation mal im echten Leben gerade vorzustellen. Autsch. Oh, der trifft sogar manchmal. Ja, was wollte ich sagen?
Was war euer schlimmstes, ich habe seit Jahren nicht mehr gesaved, Erlebnis? Wisst ihr, ihr lacht die ganze Zeit über meinen Fehlen, jetzt will ich auch mal lachen. Das ist eure Pflicht, das steht so im Vertrag. So, jetzt stirb. Stirb, stirb, stirb! Ja. Okay. Okay. Es ist nicht mehr weit. Nur noch ein paar Kilometer. Ja, okay, mehr als 4 Quadratkilometer können es ja nicht sein, aber... Ihr wisst, was ich meine. Wir waren übrigens schon mal im Lager der Zainer. Ja, klar waren wir das, als ich den Riesen-Magier-Gilden-Weise-Frau-Treffen-Fail gemacht habe. Oh Gott, damals war ich noch jung und brauchte das Geld. Ja. Na, 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 na. Egal wie wenig Mana du hast, für Levitation reicht es noch. Oh, wo ist das Lager? Ach so, okay. Hä? Zul'Matul hat Lager gegessen. Aber es müsste direkt hinter dem Berg. Ich liebe es. Autsch. Ja, wo war ich überhaupt? Ira benimmt so ein Lager. Zuerst zur weisen Frau. Oder? Ich weiß gar nicht mehr, was dieses Lager hier wollte. Aber es ist trotzdem noch das Zainab-Lager. Wir gehen zur weisen Frau, mit der haben wir immerhin schon mal gesprochen. Ach so. Okay. Hi. Senamu Sonumu Zabamat. Ja, ja. Ich möchte gern Nerevarine werden. Ja, ein Treffen habe ich schon. Okay, reden wir mit dem Ashkan Kaushad oder wie auch immer er ausgesprochen werden möchte, der gute Herr. Dieser Stamm hat immerhin einen Ashkan. Hallo. Also, ihr seid Marco, der Fremdländer, der behauptet, ja, ja, komm, halt's Maul, ich will Nerevarine werden. Ja, wir wissen von den Prophezeiungen. Wir wissen, dass es viele Prophezeiungen gibt, alle mysteriös und obskur. Unsere weise Frau, Sonomu Tabamat, Tabamat, Zulibat, was weiß ich, hat ihrem Anführer alles über diese Prophezeiung erzählt und sie interpretiert. Unbestimmten Eltern an einem bestimmten Tag geboren, der Fluch des Fleisches vor ihm flieht, in dunklen Höhlen Asuras Auge sieht und Mond und Stern erstrahlen lässt. Wie Propheten so reden, Stimmen und Verse, sehr interessant, doch wahr? Wer weiß? Ich weiß. Wir wissen, dass ihr der Fremdländer seid. Wie aber kann ein Fremdländer der Nerevarine sein? Ihr müsst zugeben, das klingt töricht. Für einen Fremdländer scheint ihr jedoch recht angenehm und auch stark und gesund zu sein. Nehmt es mir dennoch nicht übel, wenn ich eure Forderungen nicht ernst zu nehmen vermag. Okay, das klingt schlecht. Sehr schlecht. Eine Idee, weise Frau? Ich verstehe, Ashkan Kaushad nimmt euren Wunsch, zum Nerevarine der Zainab ernannt zu werden, nicht ernst. Ich will euch ein kleines Geheimnis über unseren Anführer verraten. Kaushad will nicht, dass es bekannt wird, aber er hat eine Schwäche für die teure Kleidung der Fremdländer. Wenn ihr ihm ein paar feine Schuhe bringt, ist er euch gegenüber sicher aufgeschlossener. Markenwaren-Fuzzi hier. So, was werden wir tun? Wir werden es speichern. Markieren. Markieren. Oder vielleicht doch nicht. Habe ich irgendwas, wo ich Mana rauskriegen kann? Ich brauche Mana. Irgendein Zauberer müsste mich angreifen. Ach, welch unglaubliches Glück, dass direkt dort zufälligerweise eine Ahnengruft ist.